Hallo liebe Bastler, willkommen auf meinem Kanal Einfach Stempeln. Mein Name ist Sabine und heute möchte ich mit euch solch eine Drehkarte bzw. Spinning Wheel Card basteln. Die ist auch innen zum Schreiben, also als ganz normale Karte zu verwenden. Ich habe dieses Mal hier die Party Puffins genommen, das lässt sich dann so drehen. Einmal rundherum. Oder hier die Lämpchen aus den Knuddelgrößen. Die gehen auch hier so rundherum. So, und diese beiden sind gemacht mit den Party Puffins. Einmal hier. Und zweimal mit den Knuddelgrüßen aus der Celebration. Das gab es ja bei der Celebration, kann man nicht kaufen. Vielleicht habt ihr es aber. Dieses hier kann man kaufen. Aber heute werde ich eine Karte machen mit den Eisbären, mit dem kleinen Eisbären aus in der Arktis. Und wir brauchen dazu einmal auch die Stanzformen von der richtigen Dreh. Da brauchen wir hier außenrum das für die Aufleger und dieses Spinning Wheel. Und außerdem brauchen wir auch Kreisstanzen und eine Grundkarte von 21 x 14 cm. Ich habe Babyblau genommen, ihr könnt da natürlich nehmen, was ihr wollt. Zwei Aufleger, die ausgestanzt sind mit dem Teil der richtige Dreh. Dieses Teil hier sieht dann so aus. Aber ihr könnt euch das auch zurechtschneiden, wenn ihr dieses Set nicht habt. Dann schneidet ihr eben ein Viereck und macht eben einen Eingriff rein. Das geht bestimmt auch. Dann brauchen wir eine Innenkarte für innen, dann zum Schreiben. Ich habe die schon bestempelt mit den Vögeln hier und dem kleinen Eisbären. Außerdem brauchen wir fünf kleine Eisbären, die dann hier rundherum laufen. Wir brauchen das Spinning Wheel und da drin dann einen Kreis. Das ist ungefähr 2 cm ist der, glaube ich. Oder? Muss man messen. Der ist 2 cm im Durchmesser, ja. Innen das. Dann brauchen wir 6 solche Ringe. Das machen wir dann so, indem dass wir den kleinsten und den zweitkleinsten Kreis dann so zusammen hinlegen und das dann durchkurbeln und das dann 6-mal. Die werden dann alle aufeinander geklebt. Ferner brauchen wir dann noch für obendrauf, habe ich mir dann überlegt, nehme ich dann hier diesmal in Pazifikblau, wobei das egal ist, was ihr da oben drauf macht. Also das ist jetzt der Wellenkreis, der 1 3/8 große und das ist die 1-Inch-Stanze. Das ist dann nachher hier zum Draufmachen. Aber das bleibt euch überlassen, was ihr da oben drauf macht. Dann brauchen wir noch einen Kreis. Der ist, muss ich jetzt mal gerade überlegen, der ist 7 cm hier. Und da wird dann nachher auch noch ein Loch reingestanzt. So, genau. Das war es, glaube ich. Dann, wir brauchen noch eine 2 Cent Münze. Aber das wär's dann. Dann fangen wir mal an. Ach ja, bei den Party Puffins hier gibt es noch zu sagen, dass ich hier die Augen leicht verändert habe. So sieht ein Papageientaucher, also ein Puffin,
eigentlich in der Realität aus. Der hat ja sehr markante Augen hier. Und das Runde hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe das dann selbst hier so ein bisschen verändert, wie ihr seht. Ich finde, das sieht da mehr nach Puffin aus. Als erstes kleben wir ein 2-Cent-Stück hier auf die Mitte dieses ersten Auflegers und stanzen eben dann dieses Spinning Wheel aus dem richtigen Dreh, dieses hier, und stanzen auch ein Loch von eben 2 Zentimetern aus. Das ist bei mir die kleinste Kreisstanze, so dass das hier genau reinpasst und ein bisschen Spiel hat, aber nicht zu viel. Nachdem ihr diese 6 Ringe ausgestanzt habt, also immer mit dem kleinsten und dem nächstgrößeren Kreis, klebt ihr die alle aufeinander. Jetzt kleben wir diese Ringe hier genau um dieses Loch herum. So, das passt jetzt gut. Jetzt nehmen wir die 2. Auflage und legen die ganz genau passend hier drauf und fahren mit dem Falzbein hier kurz um diese Ringe rum, dass die sich hier abdrücken. So, jetzt sieht man ganz gut, wo der Ring hin muss. Und da nehmen wir dann die nächstgrößere, also die drittgrößte Stanze und legen das genau drumherum und stanzen das aus. Dieser Kreis hat jetzt einen Durchmesser von ungefähr 4 cm. Und das kleben wir jetzt hier drauf. Dabei müsst ihr beachten, dass ihr hier auf keinen Fall irgendwo einen Kleber dran kriegt. Auch hier nicht, also nur hier, hier, hier und hier. So ein bisschen Abstand lassen, falls sich der Kleber noch ausbreitet, dass da ja nichts dran kommt. So, jetzt kann man das schon drehen. Seht ihr das? Jetzt nehmen wir uns den 7 cm Kreis, markieren die Mitte und stanzen dann den kleinsten Kreis in der Mitte aus. Das sieht jetzt so aus. Und das kleben wir jetzt hier drauf. Und zwar müsst ihr da aufpassen, dass ihr das hier ganz vorsichtig macht, dass da nur der Kleber ausschließlich auf den Ring drauf kommt, nicht auf die Münze und nicht sonst wohin, nur einzig und allein auf den Ring. Und dann kleben wir das hier drauf. So, das
kommt dann so etwa hin. Und jetzt kommen die ausgestanzten Eisbären. Das ist der kleine Eisbär aus dem in der Arktis-Set, dieser hier. Da gibt es ja auch die Stanzformen dazu. Den habe ich gestempelt in Marineblau und stanzt das und dann ausgestanzt. Und die wollen wir jetzt mal hier rundherum drapieren, um zu schauen, wie die hinpassen. Ob man es ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger hinklebt. Ein bisschen Platz ist noch, kann man so ein bisschen niedriger. Das muss man dann einfach ausprobieren, wie die am besten hinpassen oder wie viel Platz man dazwischen lässt. Kann ja auch ein bisschen mehr Platz lassen, muss nicht zwangsläufig weiter reingeklebt werden. Das ist so ein bisschen rumprobieren, bis es am besten passt. Möglichst halt alle ungefähr gleich weit rein. So würde ich sagen, geht das. Dann werde ich die mal festkleben und dann sehen wir uns gleich wieder. Natürlich dürft ihr die Bären nur hier unten festkleben, also nicht den ganzen Bären mit Kleber bestreichen, sonst klebt er euch ja da hinten fest. Also nur das Teil, was hier wirklich dann auf das Rad draufkommt. So, die Eisbären sind aufgeklebt und man kann es drehen. Mal vielleicht hier noch einen Pfeil hinmachen, dass der Beschenkte vielleicht auch sieht, was er damit tun soll. Jetzt bleibt noch das, dass wir das hier drauf kleben. Und zwar würde ich das mit Dimensionals aufkleben. Und das hier. Jetzt hat sich das schon abgelöst. Also das soll jetzt wiederum nur auf die Münze drauf. Das so ungefähr mittig hinkriegt. Und dann kommt dieses noch oben drauf. Und dann habe ich noch einen Spruch ausgestanzt, und zwar die Stanze ist hier die Etiketten mit Stiel. Das ist hier diese. Habe ich genommen, aber da kann man wiederum nehmen, was man will. Und das klebe ich flach hier unten hin, weil das ist ja schon viel erhoben. Da muss dann nicht noch mal Dimensionals zum Einsatz kommen. Das habe ich noch mit Pazifikblau geinkt. Außenrum. So, und das wäre jetzt erstmal das. Jetzt brauchen wir nur noch die Grundkarte. Und das kleben wir dann einfach auf die Grundkarte drauf. Hier natürlich wieder aufpassen, dass da nichts an das Drehrad kommt.
Und dann, ja, wobei, eigentlich müssen wir da noch einen Eingriff machen. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Ich würde das mal auflegen. Ganz leicht. Und das nochmal runternehmen. Und dann vielleicht mit der einen Instanze. So, damit man das Rad auch gescheit drehen kann nachher. Hinzu. So, Gefahr abgewendet. Also so ein Eingriff ist besser, damit man hier gescheit dran kommt und hier drehen kann. Dass man das dann wieder dahin stellen, wo der Pfeil ist, damit der Beschenkte auch weiß, was los ist. Und jetzt fehlt noch innen. Das habe ich, wie gesagt, schon gestempelt mit dem Eisbären und den Vögeln. Da habe ich mich auch schon verstempelt. Aber das macht ja nichts, kann man rumdrehen. Müssen wir jetzt auch schauen, da müsste man eigentlich auch, ja, das kann man auch nachträglich noch machen, dass wir hier dieses Teil dann auch noch ausstanzen. So. Und damit wäre diese Karte fertig. Das ist die Eisbärenkarte. Ihr könnt auch noch ein paar Klitzis drauf machen, wenn ihr das möchtet. Dann haben wir hier die Jetzt ist mir die Puffinkarte abhanden gekommen. Ich muss mal gerade suchen, wo die ist. Moment. So, jetzt habe ich sie gefunden. Das sind die drei Karten. Also einmal hier mit den Party-Puffins, dann mit den Knuddelgrüßen, dieses hier, dann mit dieses, was wir eben gemacht haben, mit in der Arktis. Die Sprüche sind hier, wenn ihr euch das interessiert, aber da könnt ihr ja nehmen, was ihr wollt. Die sind hier aus Pinguin-Party zum Geburtstag, weil das schön klein ist. Und das herzlichen Glückwunsch, das habe ich hier aus Blumige Überraschung, das, weil das auch schön klein ist. Das hier ist aus Wunderbare Welt. Das ist dieses hier, dieser Spruch. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht mal Bescheid gebt, ob euch das gefallen habt und ob ihr das nachgebastelt habt und mit welchen Tierchen oder was auch immer ihr da draufgeklebt habt, mit was ihr das gemacht habt. Ihr könnt ja auch Bäume machen oder Häuser oder Autos oder ist ja egal was. Ich habe jetzt mich für Tiere entschieden. Ansonsten würde mich das echt mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Und wenn jemand irgendwas bestellen will, dann wisst ihr, das könnt ihr auch bei mir machen, bei einfachstempeln@har-rer.de. Und somit sind wir am Ende und danke fürs Zuschauen. Bis bald mal wieder. Happy Stamping. Nachtrag: Ich habe euch ja die Karten noch gar nicht von innen gezeigt.
außer dieser. Die hier sieht innen so aus. Und die hier sieht innen so aus. So, jetzt bin ich aber fertig.